Hallo, ihr auch hier? Ich grüße euch. Ja, wie ihr seht, habe ich schon eine ganz andere Kulisse. Ja, darf ich vorstellen, Corbin, Nils, darf ich vorstellen, Erdogan, ja, mit Familie und so. So, ihr seid total recht herzlich hier willkommen. An sich brauche ich gar nicht googeln oder ihr braucht gar nicht googeln, aber demnächst ist ja Google da und dann dürft ihr hier 3D. Und weil das in, ich sage immer 3D, aber ihr wisst, was ich meine, 360 Grad. Wegen 360 Grad mache ich das alles. So, und da ich ja nun mal Filmemacher bin, nehme ich das gute Stück, parke das da, dass ihr da jetzt alles sehen könnt. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück. Ich begrüße euch total recht herzlich hier im Studio. Frohnhausen, Film und Foto, Aufzeichnung, Überspielung und so weiter. So, also wie gesagt, Google erscheint, Google macht und ich baue das jetzt wunderschön um, damit ihr was zu sehen habt. Weil wir, wir machen so viel, was soll ich denn alles erzählen? Das steht doch, ne? Film, Foto, Aufzeichnung, Überspielung, Copy und irgendwie nicht alles. Hier waren schon so viele, ja, da saß schon, da. Henning Baum, ja, kein Scherz. Frank Mundenbrook, ja. Ariane Raspe, ja. Ja, genau. Alle. Alle waren schon hier. Also eine Menge, Menge. Die ganze Strommel. Brainpool, Filmpool, Komparsen.de, ja. Mord mit Aussicht. Man kann nicht immer darauf rumreiten und darum geht es mir. Ich reite nicht darauf rum, aber das ist eben. Das ist halt das, was alles mal war. Ja. Prashant Jaiwal, Bandgroup. Ja. Detlef Scholzen. Ja. Und alles. Wir sind hier im Datenhighway-Kiosk. Der Datenhighway-Kiosk, also dort schon in diesem Kiosk, sind Daten in einem Kiosk, in einem Datenhighway. So, ich versuche natürlich jetzt einige, also die Menschen, die hier arbeiten, sollen sich natürlich auch wohlfühlen und alle, die das jetzt sehen durch 3D, durch 360 Grad und durch meine Videos, solltet ihr natürlich auch eine gute Kulisse haben. Ja, also, ja, Karibik, der große Monitor, den könnte ich jetzt anmachen. Also, wir sind hier nicht nur Google, wir sind Google Earth, wir sind Google Chrome, digital gesteuert, könnt ihr, also von einem Smartphone können wir alles machen. Wir können auch hier in Ruhe gucken, ja. Wir haben Cinema, wir haben Studio, Blue, Green Studio, hier ist alles, wer sich dafür interessieren sollte. Künstler helfen Künstler, das haben wir auch. So, ja. Wir haben Star Wars, wir haben RTL, Fanclub, wir haben Atelier, wir haben Kerwin, wir haben Star Wars. Wir sind der sogenannte soziale Freibeuter. Ja? So, ihr könnt es auch mal gucken. Ich glaube, ich habe das öfters mal gezeigt. So sieht es dann aus, wenn ich das jetzt mal so in... So, seht ihr, ich mache das mal live. Ja, ne? Ladies and Gentlemen, welcome to the Pleasure Dome. Ne? Also hier kann man drehen. Ihr seht gerade, wie richtig kräftig am Arbeiten, damit das schön wird. Ja, ist nicht immer einfach. Ihr seid im Frohnhauser Kopierstudio, steht ja da. Und wir machen nicht nur das. Als Entertainer, uralter Entertainer aus den wilden 70er Jahren, macht man jetzt etwas, damit das etwas anders aussieht. Ihr seht auch, da ich ja umbaue, es wird ja alles wieder gefüllt, zeige ich euch das jetzt halt mal so. Ne? So. Für eine andere Kulisse da, seht ihr. Ne? Also hier kann eine Menge gemacht werden. Ja? Wir haben hier, wie gesagt, vor Ort Studios. Wir haben auch verschiedene Sachen. Hier wurden ja auch viel Büro wurde auch mal hier gemacht. Das ist schon lange her. Ja? Also ich mache das alles wieder schön, dass es auch Spaß macht, hier vorbei zu kommen oder zu erscheinen. Vielleicht auch, dass wir arbeiten dürfen für euch. Ja. Ich mache jetzt hier so eine Art Selfie-Video da, ne, ich arbeite und ihr seid dabei, dass ich arbeite. Wie gesagt, hier waren so viele schon, ja, da ist der Monitor, den habe ich jetzt nicht an, ja. Ja, ist halt so, da oben sind die ganzen anderen Schauspieler von damals, ja. Ja, wir sind halt ein Copyhaus, wir sind halt ein Medienhaus und dadurch hat man natürlich mit der Welt der Medien zu tun, das ist halt so, ne. Ja, RTL, wir mögen RTL seit 1988, also ich mag RTL seit 1988.
Ich mag Star Wars seit 1975, 76, 77. Hat seinen Grund, dass ich jetzt so früh angefangen habe. Ich sage nur das Wort George Lucas, United States of America. Und dann sage ich 75 London, die Pixelpeter, Rob Hubbard, Virginsoft, Kingsoft and so on. Yes. Datenhighway Kiosk. Ich lade euch total recht herzlich ein. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Aber wie gesagt, hier wird demnächst im Jahre 2020 gedreht, aufgenommen, vervielfältigt. Ich, euer AWA Movie, bin dann für euch da. Ich habe leider immer noch nicht das Richtige. Ich warte drauf, soll heute kommen. Deswegen arbeite ich auch ziemlich langsam hier. Aber an sich ist die Firma Amazon durch mich, weil ich mit Amazon ja und Google arbeite. Also an sich wissen die, dass ich an sich nicht da bin. Und dennoch, man kann ja nie wissen, ob der Fahrer das weiß von der Firma Amazon. Denn ich habe bei Herrn Atterlei, haben neben den Sweaty einen Hut bestellt. Ja, die ganze Familie. Ich mag die Leute. Ob sie mich mögen, weiß ich nicht. Ich habe den bestellt und Puppen und so sollen ja. Ah ja, meine Güte, ich muss auch noch Puppen hier aufbauen. Yeah, yeah, yeah. Ich habe also richtig was zu tun. Ich weiß gar nicht, wann ich fertig sein werde, aber wie gesagt, es kommen noch richtige Puppen. 2 Meter und so. Also, ihr seid hier in diesem Wahnsinns-Kopierecke. Da hinten ist die Medienecke. Ja, wie gesagt, das ist ein About Me Studio für Künstler aller Sparten. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, ruft an. Die Nummer ist online. Google weiß Bescheid. Ja, ich mache jetzt kräftig weiter, weil so eine Unordnung wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Aber da die Kamera gerade in der Nähe war, habe ich gesagt, komm, mach sie an. Und ja, ich grüße also ich müsste an sich, da muss noch einer hin. Das ist richtig, das ist der Dr. Scholzen, das ist ein Doktor, das ist ein waschechter Zahnarzt, der halt auch Entertainment macht. Ich muss mir nur überlegen, wo ich ihn einparke, ja, den Dr. Scholzen. Ja, das ist auch ein toller Zahnarzt in Grüttenscheid. Da müssen wir mal gucken. Der kriegt einen Ehrenplatz. Also ich lade euch total bereits hier ein. Ihr seht, also wie gesagt, der Monitor ist nicht an, der ist aber echt. Der ist sogar 3D. Ja, wir könnten hier sogar 3D gucken. Wir müssen nur putzen. Wir haben gerade ein bisschen angepackt. Wie gesagt, hier arbeiten die Menschen. Stars und Chef, wie diese ganzen Handy. Bauheimer, Frank Montenbruck, Ariane Raspe, Detlef Scholzen, Praschant. Die waren alle schon hier und haben gearbeitet. Die Superstars, sag mir jetzt nicht Bilder, die Superstars kommen hier nicht hin. Ja? Ein Atterlei wird hier nie auftauchen. Ein Kevin will auch hier nie auftauchen. Die werden nie hier sein. Das ist auch nicht so schlimm. Aber ich mag sie dennoch. Ihr könnt Anita fragen. Anita May. Ihr könnt Maya Eichholz fragen. Das sind auch Fans aus dem Fanclub. Ja, Fanclub von RTL und vor allen Dingen Cobra 11, die Autobahnpolizei. Wir sind mehrere Fanclubs, also wie gesagt Star Wars, ich muss das total umbauen, deswegen. Das hier ist jetzt die Eigenwerbung, ja, das ist jetzt die Eigenwerbung. Dann muss ich Werbung machen für Cobra 11 RTL Club und dann muss ich machen, ich muss gar nichts machen, aber ich mache es halt gern, ja. Es soll schön sein, also wenn die 360 Grad Kamera kommt, sollt auch ihr sagen, wow, da gehe ich mal hin. Ne? So, und wow, da gehe ich mal hin, muss ja einen Grund haben. So, nicht nur Geld ausgeben, sondern auch einfach nur gucken. Ich habe gestern auch ein paar Jugendliche gehabt hier, die haben einfach nur geguckt. Ne? Die haben die Finger bei sich gehalten, haben also nichts mitgenommen. Haben aber nur geguckt. Das finde ich auch super. Es gibt ja auch welche, die halten die Finger nicht bei sich. Ne? Dann ist so eine Theke leer. Ist halt so. Passiert. Wir leben halt in Dunkeldeutschland. Ne? Merkwürdiges Deutschland. Ihr merkt, ich verfalle gerade wieder in so einen Modus, Slapstick-Modus, weil das macht sich mein Beruf. Ich mache das unheimlich gern. Jetzt, wo ich hier aufräumen muss, weil Google alles aufnehmen möchte, muss ich was tun, damit er auch ordentlich aussieht. Und damit ihr was zu lästern habt, lasse ich natürlich einige Drecklöcher. Ich putze hier nicht wie ein Weltmeister. Nee. Ich möchte ja, dass ihr euch aufregt. Boah, wie ist der denn unordentlich? Guckt ihr doch mal an den Dreck. Oh, da könnt ihr dann ranzoomen, ja, an die kleinen Dreckmäuse. Da könnt ihr auch ranzoomen. Ach, herrlich, ne? Ja, übrigens, Farbdruck und Kopieren machen wir auch. Ist A3. Und
wie gesagt, wir haben den Star Wars Club seit 1977. Dann, wie gesagt, Prashant Jaiwal, Detlef Scholzen, Ariane Raspe. Wir sind ein Next to Me Fotostudio und Filmstudio. Next to Me, das heißt, ey, halt mal eben an, klick, klack. Also hier haben schon, hier mussten, also gar nichts. Ein Muss gibt es hier nicht. Ja, Henning Braun, der hat hier gewohnt, der braucht ein Passbild. Klick, klack, vorne bei Arnold Schwarzenegger. Hier geradeaus hoch haben wir nämlich ein Restaurant. Das zeige ich euch auch alles noch. Ja? Wir haben ein Restaurant, wir haben ein Fotofilmstudio. Hier ist so viel, kann ich alles gar nicht zeigen, weil das alles, passt hier alles gar nicht rein. Weil hier alles nicht reinpasst und ich mich nicht zerteilen kann, will mir auch nicht tot malochen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ist also alles ein bisschen geteilt, verteilt. Und wenn, ja, deswegen habe ich am Wochenende da zu tun, ja. Und ich habe eine 7-Tage-Woche und ich habe, wie gesagt, dann da zu tun und dann habe ich natürlich hier zu tun, 5 Tage. Und ich bin sehr, sehr gerne unter euch, bin auch sehr gerne bei euch, ja. Action Konzept, RTL, MMC Studio in Köln. Also in Köln bin ich auch sehr gerne, vor allen Dingen das Wasser, dann stehe ich da und guck. Also ja, und im Moment habe ich, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Und das, was ich jetzt hier alles so mache, ist an sich für das Jahr 2020 gedacht. Und wenn ihr hier wirklich live erscheint, dann ist natürlich alles sauber, dann ist auch alles aufgeräumt und es läuft dann auch alles. Auch der Monitor ist dann an. Ja. Also ich hatte hier mal Ärzte, da musste ich 5000 Kopien machen. Und 5000 Kopien dauert ja ein bisschen. Ja. Okay, da habe ich gesagt, aus welchem Fach seid ihr? Uniklinik? Mhm. Ich sage mal Google rein, beziehungsweise YouTube. Hab das rausgesucht. Ja, da haben die da geguckt. Die haben da live OP geguckt. Ja, ne, ich habe mal andere Stars und Sternchen, sage ich. Ne, hier Detlef Scholzen. Gut, Detlef Scholzen da guckt. Ne? Wendler. Ja, die Musiker da. Müssen wir auch noch aufhängen. Ach Mann, ihr merkt schon. Ich muss also bis zum 19. fertig sein. Ich muss bis zum 19. fertig sein, weil dann Google erscheint. Und